Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder. Und ja, nach dem, ich will nicht sagen Debakel, nach der grauenhaften Vorstellung gegen Larnaca in der Europa League geht es eben jetzt im Liga-Alltag weiter für unsere Blackies. Die letzten zwei Tage waren auf jeden Fall ja nicht leicht zu verkraften als Sturmfan, so ehrlich muss man sein. Da ist sehr, sehr viel eingedroschen worden, nicht nur ja auf die Fans, sondern eben auch auf die Mannschaft und auf den Trainer. Dazu vielleicht noch eine ganz kurze Stellungnahme von mir. Also ich persönlich finde, die Kritik, ja, die ist natürlich sehr hart gewesen. Auch zu Recht, muss man sagen, die Leistung war unter aller Sau. Aber trotzdem finde ich es nicht richtig, jetzt alles komplett über den Haufen werfen zu wollen. Also vom Trainer raus bis sonst was, finde ich trotzdem. Das ist ein bisschen dick übertrieben. Natürlich war es eine Schande, nicht nur in sportlicher Hinsicht, aber ja, es hilft halt nichts. Es muss weitergehen. Und ja, jetzt ist eben die perfekte Gelegenheit für die Mannschaft und für den Trainer natürlich, ja, sich da ein bisschen wenigstens zu rehabilitieren. Und eben ja gegen St. Pölten sein hoffentlich wahres Gesicht zu zeigen. St. Pölten aktuell gut drauf, gut gestartet in die Liga mit vier Punkten natürlich. Ein Sieg und ein Unentschieden. Ein 4:3 Sieg gegen den WRC vor heimischem Publikum und auswärts einen Punkt beim LASK geholt, wo der LASK beim 0:0 einen Elfmeter verschossen hatte. Also nicht die schlechteste Ausgangslage. Außerdem sind die Niederösterreicher seit wettbewerbsübergreifend jetzt schon 8 Pflichtspielen umgeschlagen. Auch das eine sehr, sehr ordentliche Serie für den Tabellenletzten der abgelaufenen Saison. Und naja, bei uns im Blackie sieht es ja eigentlich sportlich in der Liga auch bis jetzt noch ganz okay aus. 6 Punkte aus 2 Spielen, da kann man nicht meckern, auch wenn man sich natürlich schwer getan hat gegen Hartberg und Innsbruck. Aber man hat die Punkte letzten Endes heimgebracht. Und gegen St. Pölten erwarte ich mir persönlich natürlich auch dasselbe. Die Niederösterreicher werden mit Selbstvertrauen kommen. Die haben natürlich auch personell ein bisschen umgebaut in diesem Sommer. Man hat zum Beispiel auch 2 Sturmspieler verpflichtet. Puchegger und Luan, eben beide für die Defensive. Man hat vorne mit René Gadler und Gourtraogo auch 2 sehr Bundesliga erfahrene Stürmer geholt. Und ja, das Ganze im Konzept Kübauer fruchtet anscheinend. Also St. Pölten auch in der Offensive gar nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur vorigen Saison. Und man muss sich sicher ja schon warm anziehen aus schwarz-weißer Sicht. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch Sturm und auch unser Kader hat Qualität. Auch bei uns sieht es ja personell nicht schlecht aus, bis auf Jakob Janscher, der wohl wieder ausfallen wird, sind alle an Bord. Auch Ota Kitaisch Willi, der Neuzugang aus Georgien, hat jetzt ja seine Spielberechtigung bekommen. Also der darf auch eingesetzt werden und könnte gegen St. Pölten sein Bundesliga-Debüt feiern. Da wäre ich natürlich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ich traue den Jungs auf jeden Fall zu, dass sie in St. Pölten was holen. Die Statistik spricht ganz klar für die Schwarz-Weißen. Die letzten 5 Duelle gegen St. Pölten hat man allesamt gewonnen. Eben auch die letzten 4 Duelle in der abgelaufenen Saison. Auch eben damit beide letzten Auswärtsduelle in der NV-Arena. Eine 3:0 und ein 5:1 gab es da in der abgelaufenen Spielzeit. Und das sieht eigentlich ja, vom Papier her wie eine klare Sache aus. Es ist im Endeffekt aber das Duell 4. gegen 2. natürlich noch nicht wahnsinnig aussagekräftig zu diesem Zeitpunkt der Saison, zu diesem frühen. Aber trotzdem, unsere Jungs ja, müssen sich da zusammenreißen. Vielleicht noch der kleine Marktwertvergleich. Wir wissen ja, unsere Blackies mit 23 Millionen knapp laut Transfermarkt.at. Da ist St. Pölten zum Beispiel bei knapp über 7,5 Millionen. Also auch da geht die Sparte weit auseinander. Aber wie wir eben leider Gottes am letzten Donnerstag schon mitbekommen mussten, hat das im Endeffekt dann nicht viel zu sagen, wenn es dann auf dem Platz zur Sache geht. Von dem her, ja, ganz klar meine Ansage, einfach Eier zeigen. Brust raus, zeigen, dass man es würdig ist, das Trikot des SK Sturms zu tragen und dann eben, ja, St. Pölten weghauen, fertig. Dann sind alle zumindest mal für den Moment ein bisschen weniger unzufrieden und dann gegen Larnaca kann man das Wunder angehen und naja, mal schauen, was im Endeffekt dann dabei rauskommt. Von dem her war es das dann auch schon fast wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Bekommen wir gegen St. Pölten eine über die Mütze? Ist jetzt komplettes Chaos im Verein? Oder ja, reißen sich die Jungs zusammen? Können sie vielleicht doch ein bisschen Fußball spielen? Und ja, schaffen wir eben die Hürde St. Pölten dann auch? Und holen wir uns da vielleicht den 3. Sieg in Folge? Da würde ja sogar, wenn wir das Ganze gewinnen würden, viel Konjunktiv, ich weiß, auch die Tabellenführung unter Umständen winken. Von dem her, schauen wir, was die Zukunft bringt. Und ja, ich würde sagen, das war es dann jetzt aber wirklich von mir. Also, bis zum nächsten Mal hier bei der LanceTV. Euer Elias. Auf die Schwarzen!
jetzt erst recht. Und bis dann. Ciao, ciao.